Okay, Leute, es ist Zeit für den Bossfight des Todes, für den ersten Ex-Freund. Und ich würde sagen, obwohl hier ist noch Money. Das nehme ich natürlich noch mit. Auch irgendwie so voll von Mario geklaut. Aber wie alle immer sagen, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Irgendwie ist ja schon was dran. Zumindest was Spiele angeht. Okay. Los geht's, Leute. Und von der Wüste geht's dann auf einmal wieder hier rein, in irgendeine Disco oder so. Blablabla. Ja, die wurden alle zu Tode gespielt wahrscheinlich. Und jetzt kommt wieder so eine geile Mucke. Okay, der erste Ex-Freund. Ja, oh, diese dummen Becher, die will ich nie aufheben, aber... Boah, der hat gesessen, ey. Na, na, komm her. Zack. Voll in den Hammer des Todes gelaufen. Ah, oh, genau, jetzt kommt ja hier... Ah, genau, die Dämonentaube. Wie ging das denn nochmal? Ich glaube, die konnte man einfach so platt machen. Ja, hallo, du auch, bitte. Doin. Wow. Ach, hier... Ah, jetzt wird auch noch hier Dragon Ball. Stimmt, die Energiedinger, die kann man gar nicht blocken. Ich weiß immer noch nicht, was wir... Wow. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Bleib ich jetzt einfach ganz... Boah, nee, die trifft mich sogar von da hinten, die Alte. Boah, ich krieg hier ein Ding nach dem anderen. Alter, Alter, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Oh, komm her. Boah, ey, in den Rücken, ey. Zack, das gesehen, ey. Nee, ich will jetzt erstmal die alte Bitch hier oben platt machen, weil die geht mir übelst auf den Sack. Auch wenn es eh gleich vorbei ist. Aus reinem Protest. Oh, ich geh gleich drauf. Jetzt komm! Danke. Okay, Energie ist auf Null. Aber ich habe ja noch mein Eiskaffee dabei gehabt. Bam! Mit dem Hammer schön gefinished. So, die gibt nochmal Money. So, geschafft. Erste Level schon mal finished. So, dann kriegt man jetzt hier nochmal so eine kleine Angabe-Dings. Wie viele Erfahrungspunkte? 1000 und Geld gesammelt. 61 $ und 90 Cent. Was war das denn, ey? Naja, kenne ich ja auch. Weiß, wer kennt es nicht? Einfach mal in seiner Handtasche verschwinden. Vor allem, weil ich auch eine Handtasche trage, ist ja ganz normal. Okay, Leute, das war das erste Level. Genau, die Einkaufsmeile und das eingeschneite, der eingeschneite Vorort. Und das ist dann... Oh nein, nicht das Filmset. Oh, oh Gott, Leute, da kommt auf jeden Fall noch was auf mich zu. Wie gesagt, ich werde mit dem Let's Play aber ein bisschen Zeit lassen, damit ihr da lange von was habt und so. Und ja, würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssen!